Auto Böschung runtergerollt. So das Einsatzstichwort für die Feuerwehr nach einem Verkehrsunfall am Samstag in Siegen Niedersetzen. Gegen 12.48 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Dreisbacher Straße aus. Da die Einsatzlage gänzlich unbekannt war, rückte neben der Feuerwehr auch ein Rettungswagen und Notarzt mit aus. Ganz so schlimm war es dann doch nicht, wie die Einsatzkräfte, die am Unfallort angekommen waren, feststellten. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Setzetalstraße in die Dreisbacher Straße abbiegen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und der Wagen rutschte gegen einen Baum. Der Baum verhinderte, dass der Wagen weiter abrutschte in einen Bachlauf. Die Feuerwehr sicherte dem Pkw gegen das weitere Abrutschen. Die Ermittlung der Unfallursache war dann für die Polizei ein leichtes. Der 44-jährige Fahrer war angetrunken und musste sich im Anschluss der Unfallaufnahme einer Blutprobe unterziehen.